Das ist eine sehr bergmännisch anspruchsvolle Maßnahme, weil es zum einen natürlich darum geht, den Altbestand so gut wie möglich zu erhalten, zum anderen die Sicherheit für den Publikumsverkehr auch herzustellen. Und wir sind ja jetzt einmal durchmarschiert und haben festgestellt, es ist nicht der größte Stollen, er ist nicht besonders breit. Das heißt, wir werden hier auch sehr, sehr viel traditionelle bergmännische Handarbeit machen müssen, weil der Einsatz von Großgeräten einfach leider nicht funktioniert. Die Idee zu dem Stollen ist mir vor circa 20 Jahren schon gekommen, weil ich dienstlich den Stollen immer begehen musste in meiner Aufgabe als Mitarbeiter des Kreiswasserwerks. Die letzten Meter zum Jungferweiher waren verschlossen, aber vom Maar einwärts konnte man immer eine lange Wegstrecke gehen und da ist die Idee geboren worden. Aber dann, bis sie politisch umgesetzt werden konnte, mit allen Förderanträgen, mit allen Beteiligungen öffentlicher Belange, war schon ein langer Weg. Ja, ich denke, wir müssen uns natürlich auch als touristischer Landkreis weiterentwickeln und auch weiter erschließen. Und da sind natürlich auch unsere Bereiche von Eifel und Hunsrück ja, ein ganz besonderer Bereich. Und ich denke, das kann eine neue Attraktion werden für Tourismus, für Fremdenverkehr, allerdings auch für unsere Menschen, ein Erfahren unserer Geschichte, aber auch, ich denke, eine tolle Einrichtung, ein tolles Angebot. Ja, wir freuen uns drauf und ich glaube, dass es uns auch hier neuen Schub bringt. Zum Bauablauf. Später soll hier natürlich mal ein einladender Ausstellungsraum entstehen. Das heißt, das, was wir jetzt schon mal hier grob in Rot angezeichnet haben, das wird ein neu betoniertes Tunnelportal, was auch später mit Grauwacke verklinkert wird. Das heißt, wir haben ein großes Eingangstor. Der Stollen in diesem Bereich hat ungefähr eine Breite von 5 Metern, wie der Dr. Rosner eben schon erzählt hat. Wo wir drüber gelaufen sind, das Betonrohr, das ist die Maßnahme aus den 70er Jahren. Da läuft aktuell das Wasser durch. Das wird auch komplett restlos zurückgebrochen und rausgenommen. Das Wesentliche war erstmal das richtige Konzept zu finden, wie man es gewährleisten kann, dass Leute ohne Führung durch diesen Stollen durchkommen. Also da das richtige Sicherheitsniveau einzustellen, die richtigen Mittel zu finden, wie man sicher durchkommt und trotzdem möglichst viel sieht noch, diese Balance zu halten, das war eigentlich das Entscheidende für das Projekt. Ich finde es einfach spannend, zwischen dem jüngsten Maar hier am Ulmener Maar und wahrscheinlich dem ältesten Maar Deutschlands am Jungferweiher durch einen aufgeschnittenen Vulkan die kürzeste Strecke nehmen zu können. Ich sehe es als Mehrwert für den Tourismus, aber auch als Mehrwert für die Bevölkerung von Ulmen, die dann einfach vom Weiher zum Jungferweiher, vom Maar zum Jungferweiher den kurzen Weg gehen kann.